Herzlich willkommen beim Lütze Automation Videoblog. Thema heute: das neue Airstream Compact, speziell für kleinere Schaltschränke, Schaltkästen und Sondermaschinen. Mit Airstream Compact erweitert Lütze seine Airstream-Familie um eine neue, besonders kompakte Variante. Im neuen System sind die innovativen Eigenschaften des klassischen Airstream in puncto Platz, flexibler Verdrahtung sowie einer besseren Luftzirkulation nun auch für kleinere Schaltschränke verfügbar. Also insbesondere für Schränke mit wenig Tiefe oder für Sonderschränke, die direkt in der Anlage verbaut sind. Der besondere Vorteil dabei ist, dass der Verdrahtungsrahmen in der Tiefe variabel angepasst werden kann. Das neue Compact-System setzt auf die 15 verfügbaren Stegprofile aus dem Airstream-Standardprogramm mit seinen sehr günstigen Strömungseigenschaften. Diese werden mittels Stützer im Verdrahtungsrahmen eingebaut. Der Rahmen zeichnet sich dabei durch seine sehr hohe Steifigkeit aus. Durch den Wegfall der Kabelkanäle bietet das neue System mehr Platz und Flexibilität im Schaltschrank. Somit können Bauteile entzerrt verbaut werden, insbesondere solche mit hoher Wärmeabgabe. Dies trägt zu einem ausgewogenen Schaltschrankklima bei. Die Gefahr von Hotspots verringert sich dadurch und der schädliche Hitzestress für alle Bauteile wird ganz wesentlich minimiert. Beim Zubehör für Airstream Compact können Anwender auf das vorhandene, sehr umfangreiche Programm von Lütze zurückgreifen. Hier stehen unter anderem zahlreiche Profilstege zur Befestigung der Komponenten oder verschiedene Gleitmodule zur Verfügung. Außerdem gibt es Elemente wie den Kantenschutz für mehr Sicherheit, EMV-Zubehör, Kammprofile zur Kabelführung sowie den UL-zertifizierten Klettbandsockel zur schonenden und zeitsparenden Befestigung von Leitungen und Schläuchen. Sämtliches Zubehör kann sowohl für Airstream Compact als auch für das klassische Airstream-System eingesetzt werden. So, das war's wieder mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal beim Lütze Automation Videoblog.